Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen viel gequatscht haben, aber das macht wer immer, um die ganze Lage zu checken, was hier los ist, ja. Gucken wir mal, wo wir hier sind. In letzter Folge haben wir den Guru gesehen aus Porta Fisco, den Wahrsager. Und das dunkle Zimmer, wo ein Gespenst sein soll. Gehen wir mal da runter. Pastetenautomat. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Oh. Oh nein, irgendein Rätsel. Geschafft, Rufus. 1, Entropie 0. So, was jetzt? Jetzt habe ich es irgendwie geschafft, irgendwas zu machen. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Mülltonnen. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Was macht ein Pelikan da? Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Wo ist denn jetzt unser Zimmer? Doc? Keine Antwort. Oso? Keine Antwort. Wo ist denn unser Zimmer? Passt. Ah, okay. Das ist unser Zimmer. Da seid ihr ja. Und wow, was ist das alles für Zeug? Habt ihr das gerade erst aufgebaut? Nein. In diesem Hotel gehören Neurofusionskammern zum Standardzimmerinventar. Natürlich waren wir das. Ganz schön flink. Und wozu braucht man so ein Neuro-Dingens? Kann man damit verschlüsselte Sender gucken? Das auch. Hauptsächlich repariert es aber Golds Gehirnimplantat. Gehirn? Du weißt doch, die Wiederverschmelzung ihrer Charakterfacetten. Ja? Ihr gesamtes Bewusstsein war auf einer Datasette gespeichert. Richtig. Zusammen mit den Aufstiegscodes. Die ihr für den Zutritt zum Hochboot braucht. Genau. Nach diesem Eingriff ist Goal wieder ganz die Alte. Und dann kannst du auch die Dusche wieder benutzen. Dusche? Wozu? Naja, für den Aufstiegszoll. Oder dachtest du, sie lassen dich so nach Elysium? Hä? Was soll das denn nur wieder heißen? Ich meine ja nur, nach allem, was wir über diesen Cletus wissen, ist er ein extrem reinlicher Mensch. Wenn du also in seine Rolle schlüpfen willst... Ah, lass mich mal machen. Kümmert ihr euch erstmal um Goal? Oder muss ich euch dabei auch noch helfen? Nicht nötig. Es ist fast alles bereit. Cool. Fast? Was meinst du mit fast? Was meinst du mit fast? Oh, nichts Schlimmes. Ich muss nur noch das Dateninterface kalibrieren. Und wieder einmal muss ich die Karre in den Dreck ziehen, stimmt's? Dich doch. Kein Problem. So ein Datengedöns filetiere ich doch mit links. Man muss einfach hier drücken und... Rufus, nein! Das drosselt die Brennstäbe. Ach, die können das ab. Rufus, dieses Kalibrieren ist doch eigentlich viel zu simpel für dich. Warum kümmerst du dich nicht um die viel schwierigere Profimission? Profimission? Na klar. Doc braucht noch dieses Ding. Dass sich nicht in diesem Hotelzimmer befindet. Oh, genau. Dieses Plasma... Austausch... Flubbidiwupp. Mammutfell. Relais. Ein Plasma-Austausch Flubbidiwupp Mammutfell-Relais? Schwer zu beschaffen. Für Anfänger von eurer Sorte vielleicht. Einen Profi wie mich kostet das nur einen Jiffy. Was ist denn mit Goal? Ich rette dich. Und dann
geht's ab nach Elysium. Ich rette Un. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Gut. Du, Doc? Zum Tausendsten, du bekommst deinen Flummi erst zurück, wenn du mir verrätst, wie die Puddingreste in meinen Teilchenbeschleuniger gekommen sind. Erstens war das gar kein Pudding. Zweitens... Wie kommt das Kalibrieren voran? Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du... ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fellrelais besorgen würdest, nicht wahr? Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Die wollen dich nur loswerden, Rufus. Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profi-Mission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Na klar. Nimm sie ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. Rufus, du Horst. Git ist die fleckig. Hey, das war Ironie. Hab ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Lass sie... Was ist denn mit Boso? Na, Boso, du Alter! Pirat, sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Du Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? Was war das nicht krass vorhin? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je. Du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Das wäre ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Komm schon, nun lach doch mal wieder. Komm schon, nun lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin. Toni. Oder mein ex-bester Freund Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Willst du jetzt nicht langsam etwas mal anziehen? Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Geht nicht. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und wenn ich sie dir bringe, ziehst du dir dann endlich mal was über? Warum sollte ich? Du frierst doch bestimmt. Du frierst doch bestimmt. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja... Was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Was sind denn Schüttelpocken? Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Rufus, du planst doch nicht etwa, mich mit Schüttelpocken zu infizieren. Ich habe nur gesagt, dass du sie dir holst. Wie du das machst, bleibt mein Geheimnis. Deine Blöße wirkt mein Ästhetikempfinden. Deine Blöße wirkt mein Ästhetikempfinden. Oh. Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Kommt mir sehr bekannt vor aus einem bekannten Film. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal, auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend. Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus, ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Oh. Egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge.
Deine Beine hat man noch nie gesehen. Warum sieht man eigentlich nie deine Beine, Doc? Lassen wir es doch einfach bei. Mach dir keine Sorgen, Junge. Was auch immer. Stimmt, man sieht nie seine Beine. Ich brauche dieses Handtuch. Ich brauche dieses Handtuch. Okay. Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Krass, wie lang dein Bart schon geworden ist. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach, das hast du mitbekommen? Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke, Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja, ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Einen Köderfisch oder so. Wir sind nicht mehr in, auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Sei nicht so gemein zu ihm. Hallo, Rezeption? Du bist des Todes. Was bin ich? Kleiner Scherz. Hier ist natürlich die Rezeption. Immer zu Diensten. Es sei denn, Sie sind der Typ, der im Aufzug stecken geblieben ist. Aufzug? Ich habe hier noch gar keinen Aufzug gesehen. Ich auch nicht. Darum kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Warten Sie, ich rufe doch aus meinem Zimmer an. Na, das ist freilich etwas anderes. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Und? 5. Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie denn schon Ihren Menüplan an der Rezeption abgeholt? Wir bräuchten dringend frische Handtücher. Oh, dann sind Sie im falschen Hotel. So etwas hatten wir hier schon seit Jahren nicht mehr. Und was soll ich dann als Andenken mitnehmen? Wie wär's mit einer ansteckenden Infektionskrankheit? Glauben Sie mir, Sie werden sich noch jahrelang an uns erinnern, sofern die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein... Haben Sie zufällig ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais? Gut möglich. Warten Sie bitte kurz, während ich im Keller nachschaue. Ich kann genau hören, wie Sie in die Muschel atmen. Tja, Sie haben mich ertappt. Ihre Rechnung für interne Telefonate müssen Sie trotzdem bezahlen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Gegen Sie? Verwählt. Kein Problem. Das kommt häufiger vor. Wir glauben, dass es an den elektromagnetischen Strahlen des Atommüllendlagers liegt. Oder am Indianerfriedhof. Eins von beiden. Nochmal? Hallo? Rezeption? Immer zu dir. Wie lautet die Ich nehme an die 1. Zimmer 1. Das ist unmöglich. Zimmer 1 ist nicht vermietet. Und Stimmen aus dem Jenseits gibt es dort auch nicht. Im Gegensatz zu den anderen Zimmern. Lassen Sie sich eine bessere Geschichte einfallen. Sagte ich Zimmer 1? Ich meinte natürlich... Zimmer 3. Zimmer 3. Ah, endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Es sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Zimmer 9. Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also... Verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Verwählt. Verwählt. Kein Problem. Gehen wir mal raus. Mammutfell? Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. Ja, schon gut. So. Gucken wir uns mal hier um.
Das dunkle Zimmer. Ein Pastetenautomat, ne? Rufus 1, Entropie 0. Muss es denn auf Blau sein oder muss es auf... Die Heizung ist aus und das soll auch so bleiben. Nicht, dass ich das nicht jederzeit wieder hinbekommen würde. Ich denke hier vor allem an die Umwelt. Also soll die Heizung ausbleiben, okay. Pastetenautomat. Können wir vielleicht damit... So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. Pfefferstreuer, Salzstreuer, Korkenzieher? So ein Ärger. Okay, offenbar nicht. Dann gehen wir mal... Vielleicht Zahncreme. Und die Kapuze. Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Okay. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. So viele Kopfläuse können nicht... Außerdem ist da ein komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Mal gucken, was Boso alles mit sich rumträgt. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Ach nein, es ist noch mehr Unterwäsche. Aber hey, was ist das? Ein Schampon. Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Ein Schampon. Warte, das können wir vielleicht benutzen. Kein einziges Haar an der Kapuze. Aber wo dann? Das Einzige, was dieser Staub... Warte, Staub vielleicht, warte mal. Absurder Humor ist ja... Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit... Ich denke vor... Dieser Kopf so viel... Außerdem komisch. Pfeffer? Ja, aber ich denke... Diese Situation wichtiger und. Okay. Ich weiß nicht, Sachen kann ich momentan nicht kombinieren. Gehen wir mal raus. Toilettentür. Wäscherei. Gehen wir zur Kreuztrasse. Hier oben können wir nichts machen, okay. Rezeption. Oh mein Gott. Das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi. Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbot. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Gold. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Oh nein, das bekommt... Gibt es wirklich? Meine Güte. Wenn ich sie einfach so mitnehme, was hier fehlt, ist nur wenigstens ein paar cooler Speziale. Tasche. So. Was haben wir jetzt da Schönes? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan. Kristallgläser. Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und... Die haben Geld. Geil. Wow. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich so viel Geld in der Hand hatte. Oder überhaupt irgendwelches Geld.
Also nur noch Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Kann ich sie jetzt wieder austauschen, die Taschen? Ja, offenbar. Aber nee, komm, weißt du, wir lassen die Taschen mal getauscht. Wir gehen jetzt mal zur Rezeption. Ich bleibe lieber in Deckung. Okay. So, zu den Zimmern. Hallo, ist da draußen jemand? Der Wind! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was ich gehört. Ja, ein Problem. Du, Doc? Cletus steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise treti, leise treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst, ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Ich muss los. Ihr habt mich schon... Je weiter du vor... Vielleicht können wir es ja mal versuchen. Hallo, Rezeption? Zimmer 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, es sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde dann gerne dinieren. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen, anstatt auf irgendein mystisches New Age Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Gegen Sie tun? Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie es nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Gib doch erstmal Boso seine Klamotten wieder. Hier. Ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja. Was? Wer hat ja... Komm schon. Bah, ich bleib hier. Und wenn... Ah, Boso. Wow. Ich sehe kein... Wow. Frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unter... Ich behalte die Sachen. Da ist Evi. Okay. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Ah. Wer sind Sie denn? Ich. Oh. 30% Rabatt auf Büroklammern. Was? Wo? Mist. Perfekt. Die Luft ist rein. Also mal abgesehen von Staub, Schimmelpilzsporen und der generellen Kohlenmonoxidbelastung. Cool, wir sind frei. Gehen wir mal zur Wäscherei. Ähm,
Verdammt. Verdammt. Okay, würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.